benötigt wird und auch die Lage zum stromdurchflossenen Leiter das Messergebnis beeinflusst. Auch tritt bei stark mit Blindleistungen behafteten Verbrauchern ein hoher Messfehler auf, wie gerade berichtet. Das ist bei allen getakteten Schaltungen der Fall, wie sie immer häufiger auch in jedem Haushalt eingesetzt werden. Daher ist diese Technik heute möglicherweise nicht mehr zeitgemäß. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war unsere Technikecke für heute. Die Funkamateure gehen schon seit Jahrzehnten den technischen Phänomenen auf den Grund und versuchen sie zu verstehen. Technik ist spannend und das werden wir auch in den nächsten Sendungen von Radio DAC wieder transportieren. Vielen Dank fürs Zuhören heute, auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Schöne Grüße wünscht Eva Maria, TG9 MFG. Das war's nun für heute. Wir sind leider schon wieder am Ende von Radio DARC angelangt. Die Sendung der vergangenen Stunde war ein Programmbeitrag des gemeinnützigen Deutschen Amateurradioclubs e.V. im Rahmen der Sendefolgen unserer Übernahmepartner. Redaktion und Musikauswahl hatte Rainer Englert, Delta Foxtrot 2 November Uniform. Wir hoffen, die Sendung hat Spaß gemacht. Wenn ja, sagen Sie es doch einfach weiter. Wenn Sie wollen, hören wir uns nächste Woche wieder. Gleiche Zeit, gleiche Frequenz. Radio DARC sendet seine Programmbeiträge europaweit in einer Hauptsendung immer sonntags ab 11 Uhr Lokalzeit auf 6070 kHz mit einer Sendeleistung von 100 kW aus Wien.